So. Hoffentlich hält diese geile Konstruktion hier auch, die ich mir hier mit Klebeband gebaut habe. So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Endlich nochmal auf der Kati unterwegs. So, unsere Mission heute ist den Nero ausliefern. Was ist hier los? Aha. Und genau, der Nero gehört dem Christoph, der ist von seiner Kawasaki Z. Und ich denke mal, den können wir dann auch schon gleich mal da drauf werfen. Falls ich mich noch, oder ich werde mich sicherlich noch ziemlich verschnupft anhören. Heute ist der erste Tag, wo ich aus der Quarantäne raus bin. Ich habe jetzt sieben Tage habe ich jetzt in Quarantäne gesessen, weil ich Corona hatte. Habe mich heute Morgen freigetestet. Ja, mir ging es mächtig scheiße, das hat mir auf jeden Fall richtig zugesetzt. Und aber läuft jetzt langsam dann in so einer Erkältung einfach nur aus. Aber unnötig auf jeden Fall, schon richtig scheiße. Aber was soll's, schlimmer geht immer. So, nachdem wir jetzt Ende und Anfang des Jahres in der Garage totgeschlagen haben, kommt jetzt auch endlich wieder mal das Wetter, wo man draußen rumfahren kann. Und da freue ich mich richtig drauf. Jetzt gibt es auch quasi schon so, ja, umbaumäßig gar nichts mehr hier dran zu machen. Ich habe quasi alles das, was ich wollte, so wie ich mir das Motorrad gewünscht habe, habe ich dann letztendlich auch jetzt fertig. Vielleicht noch ein, zwei Kleinteile, wo man immer wieder mal drüber stolpert, aber im Großen und Ganzen war es das dann jetzt auch mit dem, was hier dran verbaut werden soll. Und ich vergesse, Leute, ich habe jetzt auch letztens das erste Bild auf Instagram hochgeladen. Da wollte ich mir jetzt auch mal irgendwie mich da ein bisschen reindenken und mal gucken, was man da so machen kann. Weil sonst habe ich ja immer nur auf YouTube meine Videos gemacht. Jetzt wollte ich mal gucken auf Instagram, vielleicht mal ein paar Bilder oder was man da sonst so machen kann. Nur ich bin da jetzt gerade so PC-mäßig nicht der Talentierteste. Deswegen dauert das bei mir immer alles ein bisschen länger. Aber könnt ihr mal reingucken. Ich habe den Instagram-Kanal entweder in meiner Kanalinfo oder oben im YouTube-Banner. Ist der auch drin, auf dem Kanalprofil. Und könnt ihr vielleicht mal reinschauen, dann geht da die nächste Zeit auch mal was mehr ab. Also so habe ich mir vorgenommen. Geiles Kennzeichen. Tum, 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 tum. Oh Gott, hier ist ja noch richtig der Eisbär. Guten Tag. Ich folge. Oh, ich hab so kalte Finger, Junge, Alter. Und bist du verrückt? Oh, schön. Mit rotem Teppich. Geil. Da fühlt man sich doch doppelt wohl drauf. So, Christoph, wir missbrauchen dein Motorrad für meinen Content. Jawohl. Wir machen jetzt einen Sound vorher nachher. Mach an. Ist sie schon an? Geil! Kennst du den Spruch, ist sie kalt, gib mir 7,5? Was geht mit der G6R? Die GSX-R steht zum Verkauf. Wenn ihr eine GSX-R kaufen wollt, dann da steht eine. Zeig uns dein Baby. Das gute Stück. Wünschst du dir Musik, wenn der Karton aufgeht? Oh ja. Ja? So epische, so Zelda-Musik oder so. Zelda? Ja. Zeig ihn. Oh yeah. Das sieht auf jeden Fall mal besser aus als der Kühlschrank da. Oh, der epische Moment. Befreie das Motorrad von dem Bösen. Schieb mal drauf, den Ochsen. Geil. Wir sind gespannt. Hört sich auf jeden Fall schon besser an. Oh ja. Fetter Bruder. Fetter Bruder, das ist gut. Ohne DB-Killer.
Hoffentlich ist das jetzt richtig laut. Ja, das ist richtig laut. Most hated Nachbarn 2022. Boah, ohne Handschuhe. Oh, du bist der Ice Rider. Ah, der Nero, der hört sich auf jeden Fall schon tausendmal besser an als der Originalauspuff. Vorher hat man den echt gar nicht gehört. Das war eine richtige Flustertüte. Christoph fährt wieder frei nach dem Motto, ist der Motor kalt, gib ihm 7,5. Boah, das hört sich richtig gut an, ne? Nicht komisch. Das, weil der neu ist. Muss nicht gut riechen, muss ich nur gut anhören. Brummt auf jeden Fall lauter als der alte. Ja? So Junge, ich mache jetzt den Ice Rider bis nach Hause. Ja. Kann ich mich da wärmen? Kann wärmen, ja. Boah, ich glaube, ich kaufe mir Heizgriffe für Kati. Oh, jetzt ist geschmolzenes Plastik da dran. War ein Spaß. Hau rein. Ciao. Ich würde auch so gerne einen Wheelie können, aber ich habe einfach nur verdammt Schiss, dass ich mich mit dem Ding hinlege. Und dann da irgendwie was kaputt geht, in Flammen aufgeht oder sonst was. Ja, genau. Ich habe mir jetzt die ganzen letzten Tage schon so Tutorials dazu reingezogen, weil ich versuch's die ganze Zeit, wenn ich jetzt unterwegs bin mit Kati oder so, da kommt immer wieder mal, dass ich mal irgendwie so ein bisschen rumbounce und dann geht die vorne hoch. Ah, das ist ja nichts Kontrolliertes, ne? Die titscht dann einfach nur vorne ein Stück hoch. Weil ich bin letztes Jahr mich fast damit umgefallen. Ich bin losgefahren mit noch ein paar Jungs dabei. Dann irgendwie aus der Kurve raus, zweiter Gang, Vollgas und dann ist sie hochgekommen. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Hab einfach nur vom Gas gegangen, Beine runter und bin irgendwie wieder heile runtergekommen. Müsste ich mal ein bisschen Zeit investieren, um das zu üben, auch mit der Bremse und sowas. Das ist... Ich habe ja keine Ahnung, ob es einer von euch kann, weil ich muss jetzt, wenn ich den Fuß jetzt über die Hinterradbremse tun will, da muss ich den Fuß schon dafür richtig knicken, um da drauf zu kommen. Ich weiß nicht, ob man das Pedal irgendwie oder den Hebel weiter runterstellen kann. Müsste ich mich mal irgendwie erkundigen, ob das geht, weil das wäre schon um einiges einfacher. Ah, genau so Spielchen! Oh Gott, das mache ich dann und in Wirklichkeit, wenn jetzt was schief gehen würde, wenn das einmal zu hoch kommen würde, ich könnte gar nicht reagieren. Der Bruder, der ballert aber da vorne, ey. Ein 2 PS Fahrzeug. Ein 1 PS Fahrzeug. Schön leise, damit wir keine schrecken. Sehr gut. So Leute, wir sind dann jetzt auch gleich zu Hause. Zum Glück, ey. Boah, das ist bitterkalt. Naja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Schön, Christoph hat einen neuen Auspuff. Ich bin nochmal mit der Kati rumgefahren. Alles wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Wetter schöner wird. Und dann würde ich sagen, können wir richtig schön Touren machen und rumeiern. Falls ihr Vorschläge habt, was wir machen können, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Haut rein.